Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Shadow of the Tomb Raider. Oh oh. Schade, ich hätte eigentlich einen Chiemsee machen wollen, aber das wäre vielleicht doch ein bisschen hoch gewesen. Unglaublich. Guck mal, hier unten ist eine Truhe. Wir haben jetzt auch einen Dietrich. Wir können die jetzt öffnen. Hä? Toll, wir brauchen gar keinen Dietrich dafür. Kommt schon jetzt. Aha. Was haben wir da drin? Eine Schatztruhe von 5 Stück. Das ist viel. Und da unten sind Piranhas. So, das Unkraut. Ja, sollen wir uns das mitnehmen? Ja, ich glaube, da, wo wir es mitnehmen können, nehmen wir mit, weil das macht sonst sehr unübersichtlich, glaube ich. Da haben wir die nächste Truhe. So, und jetzt hier die zweite. Wir finden ein Gold ein bisschen, okay? Das ist gut zu wissen. Das heißt insgesamt 10 Gold, die wir finden können. Oh, hier sollen wir rein. Nein. Noch nicht. Noch nicht. Da hinten ist noch irgendwas am Blinken. Etwas zum Ausgraben. Okay, irgendein komischer Kopf, Adlerkopf, wie auch immer. Geheimnisse entdeckt. Karte aktualisiert. Aha, Überlebensversteck, versunkener Schatz. Ja gut, das ist ja die Quest, die wir gerade machen. Oh, die Quest, die wir gerade machen. Bin mal gespannt, ob wir innerhalb der Kürze der Zeit, also innerhalb kurzer Zeit, die 5 Kisten entdecken. Weil das ist natürlich nicht einfach, ne? Weil die sind recht dunkel und wir müssen dafür wahrscheinlich auch relativ tief. Relativ tief. Erstmal hier so oberhalb lang. Nehmen wir uns alles mit. Jetzt wird sie wahrscheinlich gleich erstmal anfangen zu meckern wegen Sauerstoff. So, dann gehen wir einmal Luft holen und dann würde ich vorschlagen, tauchen wir doch einmal runter, oder? Hier ist was zum Ausgraben. Wie hat sie das denn entdeckt? Okay, hier haben wir ein bisschen was zu lesen. Ein weiteres Beispiel für die Sinnkrise verschiedener Glaubensrichtungen. Die Person am Kreuz ist nicht Jesus Christus, sondern Kukulkan. Ich schätze, man könnte eine Parallele zwischen ihnen ziehen. Dazu bin ich leider nicht bewandert genug. Keine Ahnung. So, ich befürchte, wir müssen jetzt mal ordentlich Luft holen, damit wir bis ganz nach unten kommen. Weil, siehst du, hier ist nämlich auch eine Kiste versteckt. So. Okay, ich tauche mal gerade wieder hoch. Ihr lasst uns in Ruhe, ne? Ja, ja, da waren die gerade. Die Schlingel. So, wir haben jetzt 3. Das heißt, es fehlen noch 2 Stück. Hm. Ob wir die finden werden? Wahrscheinlich nicht, weil ich möchte jetzt auch nicht allzu viel Zeit damit verschwenden. Das ist ja sonst recht langweilig. Einmal tauche ich noch runter. Ich gucke nochmal. Okay, hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Erz. Das nehmen wir noch mit.
Oh, Jade sogar. Merci. Da ist nochmal Erz. Gucken wir, ob wir das noch bekommen. So, jetzt aber schnell wieder hoch an die Luft. Ja. Schade. Die Kisten werden wir jetzt so leider nicht kriegen. Aber wir gucken noch mal, was da hinten ist. Und ist hier unten vielleicht noch irgendwas versteckt? Nein. Ihr merkt es wieder, ne? Mich hat mein... nee. Mein Suchergeist hat mich wieder erwischt. Hier! Ah, guck mal hier. Eine Karte mit weiteren, ja, Dokumenten, Relikten. Hm. 5 Kisten. Keine Ahnung, wo die anderen 2 sein sollen. Vielleicht auch hier im Tempel. Oder vielleicht auch hier. Eine fehlt noch. Ah, ja, das ärgert mich jetzt, ne? Das ist jetzt so typisch. Alle gefunden, bis auf eine. Na, egal. Lass uns mal zum Tempel. Boah, ist das dunkel. Hallo? Jemand da? So, sowas würde ich doch niemals machen. Ich würde doch niemals irgendwo einfach so... Luft? Hallo? Ja, boah. Ich würde doch niemals irgendwo einfach so reintauchen, ohne zu wissen... Die detaillierten Gravuren auf diesem Helm und sein ungewöhnlich guter Zustand könnten bedeuten, dass er eher zur Zierde als zum Schutz im Kampf getragen wurde. Mhm. Und genau das meine ich jetzt da unten, ne? Dieses, ja, die Lupe... Die würde uns jetzt, die zeigt uns so nichts an. Allerdings, wenn wir jetzt irgendwo an einer bestimmten Stelle für 2-3 Sekunden stehen bleiben, und zwar wenn der Controller vibrieren würde, würde Lara uns ein weiteres Geheimnis verraten. Aber da ich diese Vibration leider nicht bemerke, ja, ist das in den meisten Fällen so gut wie unmöglich, da das Richtige zu finden. Okay, wir sollen da weiter, aber da oben war ja noch was zu lesen. Das habe ich gesehen. Und hier liegt einfach mal so Jade rum. Boah. Sie brachten ein heiliges Objekt zu dem Tempel. Die Schatulle von X-Chell. Was war das? Wenn überhaupt, dann war es hinter dir, Lara. Wo kommt dieses Licht her? Weil das kann es ja nicht sein, weil der Schatten, der ist ja da so lang gelaufen. Naja, egal. Ja. Hat sie sich gerade die Nase zugehalten? So, ich weiß, wir sollen links lang, aber wir gehen erstmal hier lang, weil da hinten ist bestimmt noch was. Siehst du? Und hier unten ist auch noch was. Achso. Ja, toll. Oh, guck. So schlecht doch nicht, die Ausbeute. Jade ist mit Sicherheit ein sehr seltenes Gut. Okay,
Okay, ich tauche nochmal zurück. Das haben sie definitiv besser gemacht, dass man jetzt hier auch richtig lang tauchen kann. So. Ach guck, da waren zwei Wege. Hm, wir hätten auch hier rausgekonnt. Da hinten sollen wir lang. Gut, okay, dann beeilen wir uns mal. Boah, ich hoffe, das reicht jetzt. Wir sind schon sehr lange hier unter Wasser. Wir sind auf jeden Fall nicht alleine und da ist auf jeden Fall eine Falle. Ist schon sehr hilfreich, dass wir uns die jetzt anzeigen lassen können. Da oben. Ja. Ja, da hängt einer, oder? Oder was meinst du? Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, Lara. Hier geht's auf jeden Fall sehr tief runter. Okay, hallo. Wir kommen in Frieden. Bitte lasst uns in Ruhe. Und nochmal und jetzt aber. Danke. Können wir uns ein... Ich weiß gar nicht, ob wir uns heilen können oder brauchen. Wie sie einfach, weißt du, immer weitergeht, obwohl sie schon weiß, dass wir hier nicht alleine sind. Woher wissen wir denn jetzt, wo wir lang sollen? Hier ist noch ein Brief. 1. Dezember 1603. Wir betraten einen Cenote unweit der Stadt und schlugen in einer kleinen Nische unser Lager auf. Lopez hat sein Essen nicht angerührt und verbringt den Abend damit, wie gebannt in die Flammen zu blicken. Ich habe zweimal versucht, ein Gespräch zu beginnen, stieß jedoch beide Male nur auf Schweigen. Er ist so auf das Artefakt fixiert, dass ich mich, wäre ich ein abergläubischer Mann, fragen würde, ob es womöglich direkt zu ihm spricht. Die Soldaten bleiben ebenfalls unter sich. Sie scheinen sich nach einem Kampf zu sehnen. Einer ihrer Hunde hat mich den ganzen Abend angestarrt, als wäre ich seine nächste Mahlzeit. Vielleicht warst du das auch. So, wir können jetzt da lang und da hoch, aber hier hinten ist ja auch irgendwas. Deswegen gucken wir uns das erstmal an. Wahrscheinlich ist das genauso ein richtiger Weg. Ach, verdammt. Wir brauchen die Schrotflinte. Kamen wir hier eventuell her? Nee. Kann ja gar nicht. Na, lass mal tauchen. Mal gucken, wo es uns hier hin verschlägt. Da ist auf jeden Fall ein kleiner Schatz. Ich hab's blinken sehen. Wo sind wir hier? Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo wir sind. Okay, hier sind wir vorhin lang gegangen.
Lara, es wäre echt cool. Ach so, wir sind jetzt hier einfach nur im Kreis gegangen. Ja, toll. Dann kamen wir theoretisch von hier, oder? Kann das sein? Ja. Das müsste der Weg gewesen sein, von dem wir gekommen sind. Wir sind da lang getaucht. Warum haben wir das denn hier nicht gesehen direkt? Beziehungsweise wir, ne? Also nicht wir, sondern ich. Ihr habt das wahrscheinlich direkt gesehen. So, einmal hier hoch. Und schön vorsichtig nicht erschrecken lassen von den bösen, bösen... Genau, mach einfach noch ein bisschen mehr Krach. Wie ich sagte... Das war nur ein Geräusch. Genau. Nichts Bedrohliches. Solche Geräusche kommen in Höhlen öfter vor. Okay, wir sollen da lang. Da können wir nicht lang. Nein, nicht. Du sollst dich doch hier. Genau. Und. Hoppa. Boah, das sah jetzt ganz kurz so aus, als ob wir es nicht schaffen. Da oben läuft irgendwas. Das sind wahrscheinlich die gleichen, die uns auch im Dschungel begegnet sind, ne? Beziehungsweise, ich glaube, wir haben die ja nicht richtig gesehen. Junge, wer bist du denn? Was hängst du denn hier so rum? Wollen wir ihn überhaupt abschneiden? Und hier kann man doch bestimmt wieder runter, oder? Und dann ist wieder irgendwas Geheimes da und wenn ich jetzt da lang gehe, dann sterben wir. Nee. Huch. Die Schrotflinte, ja nice. Und auch direkt ein bisschen Munition. Neue Ausrüstung erhalten. Standard Pumpgun der Trinity-Truppen. Schade, wir können ihn nicht mehr looten. Das müssen die verschwundenen Trinity-Soldaten sein. Können wir sie vielleicht direkt mal aufrüsten? Das wäre natürlich echt cool. Wir haben schon wieder Upgrades für den Bogen. Okay. Der wird langsam... Also, der ist... Also, der ist definitiv nicht schlecht, ne? Keine Frage. Aber unser anderer Bogen ist definitiv immer noch besser. So, das war's schon. Schade. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir? 2 Stück. Können wir die irgendwie sinnvoll... Nein, wir brauchen 3 Fähigkeitspunkte für die 3 Pfeile. Hier brauchen wir auch 3. Auch 3. Pfeilgift. Warum sollten wir Pfeilgift machen wollen? Ja, ich weiß nicht. Wir haben ja zwischendurch immer das Problem, dass wir eigentlich zu viel haben. Ach komm, egal. So. Hier ist aber sonst nichts mehr, oder? Ich sehe da auch keinen Vorsprung, wo wir hin könnten. Deswegen... Lass uns mal hier weitergehen. Baboom. Das hat bestimmt keiner gehört.
Lara, Licht wäre cool. Sehr freundlich. Hier gibt es so viele Geräusche. Und hier liegt überall Jade rum. Oh, der ist mit einem Jademesser erstochen worden, der Kerl hier. Oh oh. Ich ahne nichts Gutes. Ich wollte es nicht zu laut sagen, aber Hallo? Ist das Gollum? Oh, Gollum! Ja, der hat bestimmt den Ring gemacht. Hey! Scheiße! Was seid ihr denn für Viecher? Alter. Da sind noch mehr. Einmal. Zweimal. Es geht weiter. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ach, da oben, guck mal. Es wird immer mehr. Autsch. Nein, nein. Bäh. Au, 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 au. Wir müssen uns heilen. Autsch! Nein, lass uns in Ruhe, lass uns in Ruhe! Wie viele sind das? Keine Ahnung, aber wo sollen wir jetzt lang? Fuck. Ja, schade. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht komplett wieder von vorne anfangen. Gut. Wie viele sind das? Wir hätten auch direkt das Ding kaputt schießen können, ne? Puh. Dumm ist jetzt natürlich, wo wir jetzt gerade gestorben sind, dann konnten wir die anderen nicht mehr... Ach, hier... Wir hätten die Teile hier die ganze Zeit kaputt schießen können. Ja, hätte mal einer wissen sollen. Kann man nachladen. Die erinnern mich so ein bisschen wie die, an diese Wendigos aus, war das Until Dawn? Oh, wir dürfen nicht direkt daneben stehen bleiben. Keine gute Idee. Wieso haben wir jetzt einen neuen Fähigkeitspunkt dazu bekommen? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. So, ich war gerade irritiert, weil da was wegen Karte aktualisiert bla angezeigt worden ist. Ja, die sind über uns, ich weiß. Ich sehe euch. Hier muss irgendwo was versteckt sein.
Gleich muss es rechts irgendwo reingehen. Okay, was jetzt? Tja. Da hätte ich wahrscheinlich auch direkt dran gedacht, das kaputt zu machen. Ich muss das Ding selbst drehen. Ja. Woll können wir aber noch hier rein. Hier! Super Lara ist am Werk. Ein Rosenkranz. Dieser Rosenkranz ist ein reich verziertes Exemplar der birgittinischen Variante und hat 6 anstatt der üblichen 5 Gesetze. Da ist irgendetwas eingraviert. Okay, wo? Ah, wahrscheinlich da an dem Kreuz, ne? Nur die Frage ist, wie... Och, ich würde das so gerne lesen, aber ich... Egal, schade. Tut mir leid, dass ich euch das verwehren muss. Aber ich kann die Vibro nicht anmachen, weil das, ja. Ihr würdet das einfach die ganze Zeit hören. Nee, hier, mit X. So, das war's. Was genau? Ach, wir können jetzt hier durch. Ah. Ja, schlaue Lara. Das Teil dreht sich. So, jetzt. Boah. Oh, hier ist das Wasser recht trüb. Trotzdem nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. So, und hepp. So, einmal hoch. Frische Luft. Dass die Sachen immer so in Ecken versteckt sind, das finde ich richtig gemein. Ja, da unten ist Heilung, habe ich gesehen, interessiert mich aber nicht. Wir bleiben mal bei der Schrotflinte. Oh, hier ist eine Falle. Katsching! Ich muss irgendwie darüber. War das jetzt nur einer? Sie muss irgendwie da hochkommen. Hä? Da wurde... Hä? Tagebuchseite. Ach, guck mal, der ist genau auf der... Undatiert. Fremdartige Krieger verfolgten uns durch die Höhlen. Wir rannten, zu schnell für eine genaue Beschreibung. Die meisten Soldaten fielen im Kampf. Sie schlugen sich tapfer, waren aber unterlegen und in der Unterzahl. Irgendwann erreichten Lopez, ich und ein einziger überlebender Soldat einen prachtvollen Tempel. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie jemand ein derartiges Bauwerk so tief unter der Erde errichten konnte. Eine massive Tür versperrte uns den Weg. Lopez befahl Perez, dem letzten überlebenden Conquistador, mit verzweifelter, brüchiger Stimme Wache zu halten, während wir den Mechanismus untersuchten. Die Tür öffnete sich, doch unsere Freude über diesen Erfolg fand ein abruptes Ende, als wir Perez' Todesschreie hörten. Diese Laute verfolgen mich noch immer. Na, wir werden mit Sicherheit noch erfahren, was genau das war, oder? Und guck mal, wir haben hier wieder einen kleinen Bug. Das X wird immer noch angezeigt, obwohl wir das schon untersucht haben. Ist natürlich gut, ne, wenn wir hoch müssen, aber trotzdem erstmal runtergehen. Wäh. Alter. Wer baut denn sowas? Ach, guck mal, hier ist Tagebuch Nummer 6. 1. Dezember 1603. Ich wurde mitten in der Nacht durch ein seltsames Geräusch geweckt. Lopez starrte noch immer ins Feuer, obwohl es inzwischen nur noch aus Glut bestand.
Ich fragte ihn, ob er das Geräusch ebenfalls gehört hatte, erhielt als Antwort aber nur ein Knurren. Ich legte ihm eine Decke über die Schultern und fachte das Feuer wieder an. Dann setzte ich mich und lauschte. Ich hörte weit entfernte Schreie und Zischlaute, die vermutlich durch die Windungen der Höhle verzerrt wurden. Doch unter all diesen Geräuschen war noch etwas anderes. Ein schwaches Summen. Ich habe so etwas schon zuvor gehört, jedoch nur selten und auch nur, wenn ich tief ins Gebet versunken war. Es klang wie die Stimme Gottes. Okay. Ja, da haben ja schon einige von berichtet, wenn man sich in so Höhlen befindet, vor allen Dingen in so weitläufigen Höhlen, dass sie halt immer einen eigenen Klang haben. Und hier können wir runter. Sollen wir wahrscheinlich auch. Jo. Ja, das klingt halt einfach majestätisch, ne? Moin. Was für ein Anblick. Was ist hinter der Tür? Lara, was war das denn? Sie hat sich gerade einfach selber abgelassen. Das finde ich jetzt frech. Da hinten ist irgendwas. Da müssen wir von der anderen Seite dran. Kommen wir da irgendwie dran? Ich glaube aktuell nicht. Ich finde es cool, wie lange wir jetzt mittlerweile den Atem anhalten können. Ich glaube so richtig... Das Ultimo haben wir jetzt mit der neuen Fähigkeit noch gar nicht ausprobiert, ne? So, hier geht's wahrscheinlich hoch. Da hinten kommen wir... Kommen wir da hinten auch hoch? Da hinten müssen wir hin. Ja, das heißt, wir gehen erstmal hier lang, ne? Immer erstmal woanders hin, wo wir eigentlich hin müssen. Oh. Hallo, hier Tor. Hier könnte die Schatulle sein. Ja. Okay. Das da hinten müssen wir irgendwie kaputt kriegen. Hä? Aber wahrscheinlich von der anderen Seite, wa? So, aber hier ist noch nicht viel. Da hinten ist... Was bringt das denn? Wir haben da hinten zwei Seile, guck mal. Aber das bringt uns noch nicht wirklich weiter. Okay, dann müssen wir doch erstmal da hinten hin. Schade, ich dachte, jetzt könnten wir irgendwie... voll fett krasse Geheimnisse vorentdecken, bevor eigentlich von Spiel gewollt, weißt du? Nein, können wir nicht. Spiel sagt einfach mal so, nope. Genau. Einmal hier runter. So, eigentlich ist die Folge ja schon zu Ende, aber ich würde gerne noch ein bisschen weiterspielen. So im Tempel aufhören ist auch irgendwie doof. Hallo? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Auch kein Problem. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, schon okay. Die Teile lasse ich erstmal einfach hier stehen. Können wir da eventuell was kaputt machen? Hier! Okay, wir haben was kaputt gemacht. Wir haben ein Abbild zerstört. Ah ja. Ja, ich würde mal sagen, also allzu viele Leute kann Trinity eigentlich nicht mehr haben, oder? Los! Kleiner Drecksack. Oh oh. Nein, nein, nein. Oh, meine Güte, ey. Erschreckt mich doch nicht so.
Boah. Meine Fresse. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, vorher machen wir das hier mal auf. Dann kommen wir nämlich auch so hier durch. Ja, das habe ich auch beim ersten Mal verstanden, Lara. Die sind schon echt schnell, ne? Und ausweichen tun sie auch. Komm. Dafür habe ich nicht genug Platz. Und wir haben für sowas eigentlich nicht genug Zeit. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Wir hätten vielleicht direkt... Was bringt das denn? Können wir das Teil irgendwie drehen? Nö. Nicht per Hand. Jetzt kommt da bestimmt wieder irgendwas, oder? Ich gehe mal hier drauf. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ach, guck mal. War bestimmt kein Zufall, dass wir das alles hier gefunden haben jetzt. Ja, Lara, du kriegst auch gleich dein fließendes Wasser an dem Rad. Könnt auch hier jetzt bestimmt irgendwas drehen, oder? So. Okay. Wir müssen das da oben noch irgendwie drehen. Können wir das da oben noch irgendwie drehen? Nee. Aber das da unten können wir noch drehen. So, wir müssen jetzt irgendwie das Teil da oben wegmachen. Fragt sich nur wie. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Wir können hier, wir können da vielleicht. Nein. Autsch. Ich weiß gerade nicht, wie wir hier hochkommen. Vielleicht müssen wir tatsächlich doch die Folge hier einmal beenden. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Wir können das da hinten noch aufmachen. Bringt das was? Nein, da kommt sie nicht hoch. Wahrscheinlich brauchen wir deswegen fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, aber wie? Okay, Leute. Ja, ich glaube, wir müssen hier tatsächlich mal die Folge beenden. Und ich muss mal gucken, wie das hier genau funktioniert. Und ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und bis dahin, macht's gut, lasst es euch noch besser gehen und ciao!